Moin Leute und willkommen zurück zu BioShock Infinite. Wir wollten in der letzten Folge versuchen, den Waffenschmied Chen Lin zu retten. Nur leider wurde er genau hier an dieser Stelle zu Tode gefoltert. Und deswegen guckt unsere Elisabeth auch so ein bisschen ängstlich und traurig. Ja, und dann hatte sie jetzt einen Riss geöffnet. Und wir sollen jetzt angeblich in einem ganz neuen, anderen Columbia sein. Und wir schauen jetzt einfach mal, was hier abgeht. Hier ist so ein kleiner Aufstand. Ja, das sieht nicht so lecker aus. Mit den Leuten, die da hinten auf dem Boden liegen. Aber wir laufen mal lieber weiter. Ein neues Gewehr haben wir übrigens auch gefunden. Ein Repetierer. Da bin ich mal gespannt, wie das Teil abgeht. Kommen wir hier rein? Achso, hier waren wir ja schon mal drin, ne? Die sind alle ziemlich böse. Daisy Fitzroy! Los jetzt, du Scheißkerl! Erzähl mir was über Daisy, Marilus! Was haben wir denn hier? Ah, Pistole. Nee, das brauchen wir nicht. Ich kapiere nicht, wieso Chen Lin wieder lebt. In dieser Welt wurde er gar nicht ermordet. Irgendwo erfahren wir vermutlich warum. Schätze, man kann nicht einfach so etwas ändern. Okay, Elisabeth kann Chiffren entschlüsseln. Die geheime Vox-Populi-Kammer... Elisabeth kann Chiffren entschlüsseln, die geheime Vox-Populi-Kammern verbergen. Finde die Chiffre und das dazugehörige Codebuch, um verborgene Schätze freizulegen. Warte, bis alles andere gleich bleibt. Oh, cool. Interessant. Haben wir jetzt hier eine optionale Aufgabe, oder wie? Finde den Vox-Code. Ja, wo finden wir den denn jetzt? Ist der hier irgendwo in der Nähe oder kann der überall sein? Portemonnaie. Ich habe Geld gefunden. Oh, cool. Gib her. Hier ist etwas Geld. Danke. Gut so. Panzerfaust brauchen wir nicht. Diese Männer. Ich hab sie getötet. Die waren tot. Nicht in dieser Welt. Burka, sieh mal, sie haben alle Nasenbluten. Hä? Oh, was ist falsch mit euch? Angeekelt! Angeekelt! Was ist mit ihnen? Sie erinnern sich. Woran denn? Daran, tot zu sein. Wo finden wir denn jetzt hier diesen Vox-Code? Den kann ja überall sein. Scheiße. Was geht hier vor, Sam? War doch ein Geräusch! Greifen die mich jetzt an? Oh, shit. Tatsache. Okay. So geht also der Repetierer ab. Da finde ich das Maschinengewehr aber irgendwie besser. Oder? Naja. Wo sind die denn alle? Da oben irgendwie. Hat aber keine besonders große Reichweite, das Teil. Unser
Ich glaube, jetzt müsste er tot sein. In der anderen Welt war er es, der da an der Wand hing. In der anderen Welt? Von der ganzen Sache kriege ich Kopfweh. Manu, ich will den Voxcode finden. Ich will diese optionale Mission machen und den Schatz finden jetzt hier. Mit sowas kann man mich ja immer locken, ne? Das ist... Irgendwo muss der doch sein. Was haben wir hier? Dollarbill. Burst Gun. Okay, sowas gibt's auch noch. So, Repetierer haben wir wieder voll. Das ist doch schön. Salze sind bei uns auch voll. Vielleicht ist hier irgendwo noch dieser Voxcode. Ne, dem scheint aber nicht so. Dann gehen wir mal weiter, ne? Ups. Hier hinter der Bar vielleicht irgendwie? Nö. Dann nicht. Haben wir hier schon reingeguckt? Hallo und tschüss. Ne, haben wir tatsächlich nicht. Geldbeutel. Können wir hier was holen für unsere Repetiergewehr? Feuerratenbohr, Burst. Ne, fürs Repetiergewehr gibt's hier nichts. Und ich will ja erstmal auf meine Fähigkeiten sparen. Wer, wenn nicht Sie, soll es schützen? Wäre schon cool, wenn wir jetzt hier diesen Voxcode finden. Ja, ich denke, wenn wir diesen Good Club verlassen, dann ist auch die optionale Mission für den Arsch. Good Time Club. Hoffen wir es mal nicht. Immer diese Oldschool-Musik. Das ist zu geil. Da müssen wir hoch. Ich weiß, dass du hier bist. Wow. Leute, Gewalt ist keine Lösung. Achtung, Flakgeschütz! Yo, yo, yo. Das ist mir ein bisschen zu heavy da hinten. Aber vielleicht ist hier hinten ja irgendwo dieser Voxcode. Oh, ein Voxophon. Mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und habe mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Wir müssen irgendwie da hoch. Wieso können wir denn da uns nicht ranhängen? Was ist das denn? Okay, anscheinend müssen wir da durch. Wow. Was für ein Aiming. Perfekt. Boah, scheiße. Ja, ich brauch Gesundheit.
getroffen. Scheiße. Munition! Hier! Sorry, mehr habe ich nicht. Ende im Gelände. Boah, schaut mal auf meine Lebensanzeige. Ist nicht euer Ernst, oder? Atmen. Ist jetzt nicht euer Ernst. Und ich sag noch, schaut auf meine Lebensanzeige, ey. Was war das denn für ein Witz? So, wir holen uns jetzt hier mal das Maschinengewehr. Einer war hier auf jeden Fall noch. Oh, fuck. Och, Mann. Wie dumm stelle ich mich denn jetzt hier auch gerade an? Verdient man hier ja auch kein Geld, wenn man ständig stirbt. Scheiße, ey. Zeig dich! Kann man das hier eigentlich abschießen? Nee. So, wir wechseln jetzt mal auf Beherrschung und dann machen wir, dass dieses Geschütz nicht mehr funktioniert. So, du gehörst uns. Hier liegen auch tausende Sachen schon wieder rum. Naja, hallo. Oh, jetzt ist es wieder böse auf uns. Naja, wir haben es wenigstens gerade nochmal so geschafft. Ab geht's in die Waffenschmiede. Hörst du irgendwas? Hä? Nö. Keine Maschinen. Keine Geräte. Suchen wir diesen Waffenschmied. Vielleicht ist er jetzt oben. Ja, die optionale Mission ist immer noch aktiv, also könnte es sein, dass wir den Voxcode auch hier irgendwo noch finden. Booker, da! Der Schrein! Jetzt ist er eine Figur von Comstock. Oh, das stimmt. Da ist irgendjemand. Wer ist das? Oh, Chen Lin. Mr. Lin? Chen Lin? Verzeihung, Chen Lin? Wer seid ihr? Sprechen lauter! Lauter! Ich nichts hören bei dem Lärm hier! Sehr laut! Ich bin Booker DeWitt. Zurück! Diese Maschinen sehr gefährlich! Warten unten bei Mrs. Lin! Daisy Fitzroy schickt uns. Wir müssen sie sprechen, wegen einiger Waffen. Maschinen sehr gefährlich! Kein Ort für Dummköpfe! Wollen hübschen Kopf verlieren? Mr. Lin! Unten! Was hat er denn nur? Wie er da tot in der Zeit. Nasenbluten hat er. Vielleicht erinnert er sich irgendwie daran. Wie würdest du das verarbeiten? Ich weiß nicht. Ja, wir sind doch hier jetzt zurückgekehrt. Sollen wir jetzt wirklich nach unten? Heile meinen Mann. Beruhige seinen Geist. Verzeihung, Ma'am. Ich suche nach Mrs. Lin. Ich bin Mrs. Lin. Nein, ich meine eine kleine Chinesin. Sie war... Booker, das ist Mrs. Lin. Sie haben Chens Werkzeuge. Was ist da ohne seine Geräte? Nun, ihr Mann ist etwas durcheinander. Wenn er wieder arbeiten könnte, ja dann, vielleicht... Mrs. Lin,
Wissen Sie, wer die Geräte Ihres Mannes hat? Verdammte Polizei! Hat alles mitgenommen und weggesperrt. In der Verwahrstelle in Shantytown. Ja, dann wissen wir doch, was wir jetzt machen sollen. Würde es ihm helfen, seine Geräte wiederzukriegen? Wen juckt's? Wenn Chen Lin seine Werkzeuge nicht hat, kriegen wir keine Waffen. Wir müssen nach Shantytown. Ab geht's nach Shantytown. Ah, es ist hier alles schon so ein bisschen verrückt, ne? Hast du bemerkt? Jemand hatte Nasenbluten. Ah. Scheint in Mode zu sein. Da ist schon wieder dieses Geschütz. So eine gute Idee. Och nein. Jetzt habe ich es verpasst, oder wie? Scheiß die Wand an, ey. Kacke. Du musst es jetzt zerstören. Ich bin noch am Suchen. Ich bin kein Sklave. Ich bin nicht dumm. Ich bin ein Linkarbeiter. Und stolz. Bitte sehr. Danke. Dass hier immer alles voll mit Gegnern sein muss. Jetzt lang. Hier die Treppe hoch. Und das soll wohl Shantytown dann sein. Irgendwann mal. Yeah. Jetzt können wir hier was kaufen. Verleiht die Fähigkeit, Schwebeeffekte von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Erhöht den Schaden. Bewirkt, dass die Opfer von Krähen zu Krähen fallen werden. Ja, das ist leider immer noch ein bisschen teuer für uns, aber ich glaube, wir holen uns mal hier den Teufelskuss-Boost. Damit haben wir ihn, glaube ich, auch voll aufgerüstet. Und was wäre der Teufelskuss-Boost, ohne dass wir ihn ausrüsten würden? Mehr Geld. Danke. Wunderformel, urzeitliche Mysterien. Ein Hebel. Fragen, was passiert? Fragen worüber? Meinen Finger. Sorry. Schon okay. Ist mir genauso ein Rätsel wie allen anderen. Vielleicht weiß Songbird Bescheid, aber der spricht nicht. Hey, tut mir leid. Wieso? Ich kann meinen Makel ja mit einem modischen Fingerhut kaschieren. Angeblich der letzte Schrei in Paris. Hier ist ein Riss. Aber auch Gegner. Los, mach! Geht klar! Was haben wir denn hier alles? Frachthaken, Deckung. Die werden mich angreifen, okay? Öffnen! Deckung. Also, das mit den Rissen. Boah! Das mit den Rissen ist absolut geil gemacht. Wow, Junge. Hau mal lieber ab hier. Okay. Also nochmal sollten wir nicht unbedingt davon getroffen werden. Okay.
Ich habe so ein bisschen Angst vor dem Typen da hinten. Ach, scheiße. Voll verschwendet hier. So. Haben wir es doch geschafft. Ist hier vielleicht irgendwo der berühmte Foxcode? Watts Code, wollte ich schon sagen. Dann probieren wir das Ding mal. Mal gucken, wo wir da landen. Oh, Panzerfaust könnten wir uns hier holen. Ja, toll. Aber auch nicht sonderartig. Sonderlich besondere. Mein Gott, warum kann ich nicht reden, ey? So ein Scheiß. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwartet. Shantytown. Elisabeth liegen die Menschen in Shantytown am Herzen, was sie Kopf und Kragen kosten kann. Oh oh, gefährlich, gefährlich. Hallo. Hallo. Du hältst mich wohl für so eine Art Freak. Nein. Ein Mädchen, das Tote aufwecken kann. Dessen einzige Bekanntschaft ein riesiges Vogelwesen ist. Ich muss lächerlich wirken. Du hast nur schlechte Karten erwischt. Ich gehe nicht in diesen Turm zurück, auf gar keinen Fall. Die hören erst auf, wenn sie dich haben. Warum? Was habe ich ihnen getan? Du machst ihnen Angst? Gut. Ihr sollt so hungern, dass die Kraft nur zum Betteln reicht. Ihr sollt so unwissend sein, dass ihr eure Probleme nicht lösen könnt. Ihr sollt hinter dem allmächtigen Silver Eagle herlaufen, um alles kaufen zu können, was sie euch andrehen, um euch klein zu halten. Aber Daisy Fitzroy sagt, es gibt einen anderen Weg, und zwar schon sehr bald. Was ist das denn hier? Ein Minischweinchen. Wie geil ist das denn? Und daneben liegt eine Gabel, Alter. Fink ist schuld am Zustand dieser Leute. Vielleicht hat Daisy recht. Vielleicht sollte sie ihm das alles heimzahlen. Oh, das aber war eine vergammelte Birne. Wir brauchen Waffen und dann das Luftschiff. Naja, das ist hier ein ganz schönes Elendsviertel. Wir könnten direkt zu der Polizeistation gehen. Oder wir sehen uns in der Bar um. Was meinst du? Schlag zu, los, fester! Welche Bar meint sie denn? Ist da hinten irgendwas? Hau ab, du Dieb, verdammter! Oh, hier können wir mal wieder russisch Roulette spielen. Schildinfusion. Hallo? Bist du des Wahnsinns? Oh. Ich möchte das alles nicht. Boah, das war ein guter Treffer. Geil. Einfach mal einen ganzen Obstsack aufgegessen. Aber viel Gesundheit bringt es trotzdem nicht. Ist hier unten noch irgendwas, was mich angreifen wollte? Why so serious? Lockpick. Jetzt haben wir 4 und ich könnte wetten, dass jetzt gleich wieder irgendeine Tür oder ein Tresor kommt, wo man 5 Lockpicks braucht.
Da könnte ich echt meinen Arsch drauf verwessen. Was ist hier unter? Irgendwas ist hier unter. Ah, nee, doch nicht. Haben wir hier noch irgendwas? Ein paar Matratzen. Oh, scheiße, schon wieder was Vergammeltes gegessen. Hier ist die Bar. Oh, ich bin schon wieder voll. Wie vielte Drink ist das? Ordentlich. Woohoo! Ich bin total voll. Oh mein Gott, ich bin so voll. Ich sehe gar nichts mehr. Was war das? Hallo. Kann ich mich jetzt hier hinsetzen und Gitarre spielen oder was? Will the circle be unbroken by and by? By and by is a better home awaiting in the sky. In the sky. Eine gute Stimme hat sie ja, das muss man ja schon mal sagen. Und es ist auch irgendwie. Sieh einer an. Nettes Easter Egg hier, glaube ich. Ich glaube, da drüben ist ein Lockpick. Ein Lockpick? Hoffen wir es doch mal. Wenn man gezwungen wird, in den Untergrund zu gehen, dann sieht man die Dinge von unten. Und unten, auf dem Boden der Stadt, sah ich Feuer brennen. Und Feuer erzeugt Hitze. Aber es hat keinen Mund. Daisy. Nun, sie hat ein Mundwerk, das für alle Feuer Kolumbias reicht. Gleich drei Lockpicks gefunden. Und wir haben jetzt gerade hier irgendeinen komischen Schlüssel gefunden zum Öffnen der Box. Gleich unsere nächste optionale Mission. Finde den Voxcode und einen Schlüssel für eine verschlossene Box. Halt die Augen nach einer verschlossenen Box auf, okay. Ja, das ist natürlich schön. Hier sind viele Boxen, aber auch nicht viele verschlossene Boxen. Hallo. Warum drehen die denn jetzt alle durch? Eigentlich tötet man ja keine Frauen. Ja. Und so schnell ist so eine schöne Bar leer. Geht ziemlich schnell. Oh. Kommen Sie wieder, wenn Sie über Barschaft verfügen, mein Freund. Bronco, Hilfe, nee. Gesundheit haben wir auch genug. So. Wir haben hier jetzt gerade in der Bar aufgeräumt. Ich hoffe, ihr hattet mal wieder Spaß bei dem Video. Die nächste Folge kommt jetzt auch gleich im Anschluss. Also Leute, haut rein, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich und gebt mir einen Daumen hoch. Bis bald. Tschüss.